Ich glaube, wenn ich die Treppe so hoch mache. Oh, das war das Falsche. Aber hier kann ich ja schon mal den ganzen Kram reintun, den ich nicht brauche. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz im Inventarius. Also ich war am Freitag in der Stadt. Boah, Alter, das war extrem. Also ich war vormittags in der Stadt und bin dann so, ja, so früh nachmittags herum, also wo dann die Sonne richtig schön knallt, sind wir dann in etwa wieder nach Hause gefahren. Und an sich war es eigentlich kein Problem, dass wir hatten das Fen das ja, Dachfenster von dem Auto offen gehabt. Aber dann hatten wir natürlich das wunderbare Glück und waren dann mitten im Stau. Reicht das? Ja, hatten wir dann erstmal übertrieben Glück gehabt und ja, das Fenster war dann trotzdem auf. Das heißt, die Sonne hat richtig schnell auf uns runtergeknallt. Ist richtig schön auf uns runtergeknallt. Ich bin zu gut in Deutsch. Und dann war es dann auf einmal nicht mehr so schön. Aber naja, Sonnenbrand habe ich Gott sei Dank nicht bekommen. Ich habe aber auf jeden Fall vor, noch brauner zu werden. Yes, es passt genau. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. So. So. Dann mache ich das hier wieder weg. Und das hier auch weg. Ich habe das Gefühl, ich habe die Treppe ein bisschen zu sehr in der Mitte hingestellt. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich ein bisschen weiter hinten angefangen hätte. Vielleicht hier so oder hier so. Und dann hier einfach näher gezogen. Ja, ich glaube, ich mache das mal. Weil sonst wirkt das doch ein bisschen zu beengt. Dort, wo die Sachen gerade stehen. So. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier. Zack, zack. Zack, zack. So, dann kommt das dort hoch. So. Kommt das hoch. Und zuletzt die letzte Stufe. So. Gut, und jetzt das hier ergänzen, damit es auch passt. Ja, so ist es doch besser. So hat man nicht mehr das Gefühl, dass man extrem beengt wird. Aber ich bin echt überall am Überlegen, ob ich hier noch so eine Extrawende ja, andeuten oder reinziehen soll oder ob ich wirklich alles offen lassen soll. Weil wenn das so offen ist, stört mich das hier zum Beispiel. Irgendwie sieht das so komisch aus. Aber wir müssen auch erstmal Einrichtungsgegenstände und sowas machen. Das ist mir unsymmetrisch. Ich muss es symmetrisch machen. So. Es gibt ehrlich gesagt schon Dinge, worüber ich reden möchte, aber ich weiß nicht, wenn ich diese Folge raushaue. Denn ich mache das abhängig davon, ja, wann ich eine wiederum eine andere Geschichte hochlade. Und deswegen kann ich es jetzt eigentlich nicht sagen. Moment, ich habe doch meinen schlauen Zettel. Ich bin so ein bisschen, wie heißt es? Google, nee, nicht Google, Windows. Excel, genau. Ich bin ein bisschen so der Excel-Feind und habe deswegen, ja, mein, Dings, mein. Ach, wie heißt das? Mein Plan, wann ich was hochlade, auf gutem alten Papier aufgeschrieben. Ich soll kurz gucken. Oh, ich habe natürlich nicht aufgeschrieben, bei welcher Folge Minecraft ich jetzt gerade bin. Das war natürlich sehr schlau von mir. Und weil ich auch kein zweites Dings habe, keinen zweiten Monitor, kann ich jetzt auch nicht schnell rüber switchen. Aber muss ich mal hochrechnen? Oh Gott.
Moment, 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 Moment. Jetzt, oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Doch, das sollte passen. Ja, doch, das sollte passen. Das sollte passen. Okay, gut, da kann ich ja doch drüber reden. Und zwar habe ich, das geht jetzt wieder in die Richtung Fanfiction und so weiter. Ich mache mal wieder überhaupt nichts. Und zwar habe ich überlegt, so eine Art, ja, Community-Wunsch-Fanfiction-Aktion zu machen. Also, beziehungsweise als Aktion kann man das jetzt nicht richtig nennen, sondern vielleicht mehr so als Bestandteil des Channels. Weil, ja, eine gute Freundin von mir, nein. Mist. Ich hätte so nicht anfangen sollen. Sagen wir es so, eine Person aus der Community, scheiße, jetzt habe ich schon alles verraten, hatte mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich denn nicht eine Fanfiction zu einer bestimmten Person schreiben könnte. Und da dachte ich mir, ja klar, habe ich nichts gegen, da kann ich ruhig was zu machen. Und dann hatte ich automatisch auch die Idee, ja, warum kann man da nicht gleich so etwas starten, wo ihr mir einfach sagen könnt, ja, kannst du mal eine Fanfiction darüber schreiben oder darüber, dann kann ich das gerne in Empfang nehmen und ja, mich dann einfach an etwas ransetzen und dann eine schreiben. Wenn ihr irgendwelche extra Wünsche, extra Würste, sag ich jetzt mal, haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch sagen. Und ich versuche, die Wünsche dann auch zu beherzigen. Ich überlege gerade, ob ich gleich da drauf das Dach zimmern soll oder noch so eine Art Dachboden machen soll. Oh, Moment, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Quietsch, quietsch, quietsch. Oh Gott, ich brauche definitiv einen neuen Bürostuhl. Oh. So, jetzt geht's. Oh, ist das da hinten ein Kürbis? Kann man jetzt eigentlich irgendwas aus diesen Kürbissen machen, außer die Jack-O-Lantern? Das weiß ich auch gar nicht, da muss ich mich auch nochmal schlau machen. Ja, früher hatte ich auch immer die ganzen Kürbisse angepflanzt, aber eigentlich hat es überhaupt nichts gebracht, weil es ja eh nie. Weil ich Jack-O-Lantern eigentlich nie so wirklich gebraucht hatte. Und im Nachhinein. Ja, war es eh total unnötig. Ich glaube, es sieht ein bisschen scheiße aus, wenn das so ist. Ich glaube, ich hätte vielleicht noch eine Stufe höher machen sollen. Es sieht irgendwie so leicht abgeschnitten aus. Ich muss mal gleich die ganze Wand zu kleistern und dann mal gucken, ob das. Ich bin ein Horst. Ob das immer noch so komisch aussieht. Man muss ja alles ausprobieren. So, also nochmal zurück zum. Okay, das muss wieder raus. Also, wenn ihr mal irgendeinen Wunsch haben solltet bezüglich irgendeiner Fanfiction, was weiß ich, dann ja, könnt ihr mich gerne anschreiben. Also entweder, ja, wenn es euch egal ist, wer das lesen kann, dann könnt ihr es auch direkt unter irgendeinem Wunsch-Fanfiction-Video, was auch immer, posten. Auf jeden Fall dort, wo es auch zum Thema passt. Wenn ihr es aber eher privat halten wollt, dann könnt ihr es auch gerne ja, privat per Nachricht auf YouTube machen oder Twitter oder Tumblr oder gegebenenfalls auch. Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon eine Facebook-Seite haben werde. Aber gegebenenfalls auch Facebook, wenn die Seite schon existiert. Jetzt muss ich nochmal gucken. Also, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, wenn es hier direkt zur Decke kommt. Also, wenn hier nicht noch so ein Stück Holz ist, sondern wenn da gleich schon die Decke losgeht. Ich glaube, es wird komisch aussehen, wenn da nur einer ist. Oh. Natürlich, natürlich. So. Wenn es einer ist, dann wirkt es ziemlich mickrig. Ja, das müsst ihr dann auch. Oh. Ich mach's natürlich nochmal. Also, wenn es euch zu euch zu komisch aussieht, dann
sagt es mir. Dann spricht mit mir. Also jetzt muss ich noch schauen. Na? Na, meine Freunde? Ich würde jetzt am liebsten angreifen! Ich mach euch kalt, ich mach euch kalt. Kommt gar nicht auf die Idee, Creeper. Kommt gar nicht auf die Idee, an meine Tür zu klopfen und sie dann einzutreten. So weit kommt's noch. Okay, bevor ich hier oben weitermache, würde ich erstmal lieber hier unten weitermachen. So einrichtungstechnisch. Es gibt ja jetzt immer so schöne Items, mit denen man, also diese schönen Teppiche und sowas. Das finde ich richtig super, dass man da ein paar mehr dekorative Dinge eingebaut hat. Ich glaube, wir könnten auch ein bisschen, ein bisschen Lehm klatschen. Bisschen Leben brennen lassen. Burn, baby, burn. Okay, jetzt muss ich überlegen. Bis hier könnte man was bauen. Stellt sich nur die Frage. Ich mal kurz gucken, wie es aussehen würde, wenn ich hier so eine Wand hätte. Da müsste ich hier aber auch zumachen. Ja, das geht eigentlich. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus. Da könnte ich... Ja, vielleicht... Was kann ich denn hier unten hin tun? Vielleicht schon eine Küche? Also Schlafzimmer würde ich auf jeden Fall nach oben verfrachten. Oh, da ist ja noch ein Zombie. Und... Oh, ich glaube, der kommt jetzt. Ich habe ihn gerade noch aus den Augenwinkeln gesehen. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Der hat voll die Schreckklamotten an. Oh, verrottetes Fleisch. Nee, gar nicht, das ist Holz. Dieser Moment? Nein. Und da ist noch einer. Was? Oh, da ist eine Hexe. Traue ich es mir zu, eine Hexe niederzumachen? Dann muss ich erstmal was essen. So. Schwert ausrüsten. Wenn ich irgendwo eine Hexe ist, muss hier doch auch irgendwo ein Hexenhaus sein. Hallo! Geil. Was hat die jetzt? Weizenkorn. Ich dachte, die wären voll overpowered, Alter. Ich habe die mit 3 Schlägen erledigt. Ich bin ein ganz normales... Creeper! Mach sowas nie wieder! Nicht sterben. Puh. Ich dachte, die wären irgendwie voll OP und man bräuchte... Alter... Ist hier irgendwie eine Zombie-Versammlung, von der ich nichts mitbekommen habe? Oh, Dorfbewohner-Zombies. Die sind ja jetzt auch neu. Alter, was ist denn los? Ey, hier muss doch irgendwo ein Spawner sein, oder? Ganz ehrlich, anders kann ich mir nicht erklären, dass es hier so viele gibt. Alter, beherrscht euch. Meine Güte. Ich will erstmal essen, bevor du zu mir kommst. Oh, natürlich. Ich treffe nicht. So, das reicht jetzt aber. Ich brauche euer vergammeltes Fleisch nicht. Okay, zurück zum Problem. Soll ich hier... Also das Schlafzimmer kommt nach oben. Das heißt, hier könnte man theoretisch so eine kleine Küche machen und dann mit Esstisch und sowas. Und dann kommt hier oben Schlafzimmer hin und dann vielleicht so ein kleines Wohnzimmer, wenn da noch Platz ist. Und dann würde ich auf jeden Fall gerne noch so einen Balkon machen. Oh. Moment. Okay, ich habe 2. Das lohnt sich eher nicht, mit 2 Pfeilen einen Zombie platt zu machen. Ich glaube, da hätte er noch Leben.
Zombie-Creeper. Guten Tag. Gut, dann haue ich das Bett nach oben hin. Aber ich würde es eigentlich nur erstmal nochmal hier lassen wollen, glaube ich. So, dann würde ich... Jetzt muss ich überlegen... Was willst du? Guten Tag, was wollen Sie hier? Ich erwarte eine Antwort. Sonst wird's gefährlich. Ich trau mich gar nicht raus. Das, ey, ist alles voller Voyeure hier. Boah. Okay, das reicht erstmal. So, okay, also...